war irgendwie so klar. Naja, dann auf sie! Mit Gebrüll! Und... Friss mein heiliges Licht! Friss es! Au. Das war nicht nett. Das war gar nicht nett. Nee, nee. Au, das war auch nicht nett. Achso, ich hab gar kein Schwert gezogen. Macht ja dann auch Sinn, die Leute hier anzugreifen. Alter. Lass mal den Scheiß hier. Ist nicht nett. So. Dann wieder Teleport. Immer schön Teleport, damit wir uns nicht erwischen. Damit wir ein bisschen weniger erwischen. Los. Komm her. So, da ist er down. Der ist down. Sind die Deppen hier? Das haben wir noch einer. Zum Glück. Was haben wir hier? Die letzte Tafel. Hier ist Schnitter, o Held. Die Glyphen aufzuspüren war gute Arbeit. Finde ich auch. So, nun. Jetzt soll ich den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Ihr habt eine neue... Ihr solltet jetzt wieder nach Snowspire kommen. Mal ja, sehen, fall doch nicht den Gildenmeister ins Wort. Ja, das machen wir später. Erstmal muss ich ein paar Heiltränke besorgen, ja? Also so viel Zeit muss jetzt mal sein. So. Muss ich mal kurz überlegen, wo können wir denn überall hin und Sachen kaufen. Raidwood. Kalistor. War da was zum Kaufen? Ich weiß es gerade nicht. Glaube fast nicht. Nee, hier gab es nichts zum Kaufen. Nee, gut, dann müssen wir uns woanders hin teleportieren. Lichfeld, Friedhof, nein. Witchwood, Kalistor, nein. Nothold Lake, da war was. Das war ja da, wo wir auch gegen den Weißen Bär, wo wir ihn zum ersten Mal gekämpft haben. Da gibt es dann auch was Vernünftiges so zum Handeln. Weil ist ja eine Stadt und so. So. Und da hinten haben wir auch noch eine Silberquest. Interessant. Was wir nicht alles haben hier. Ich weiß, wir müssen eigentlich die Welt retten. Aber so viel Zeit muss ja mal sein. So. War das hier, wo man hier was kaufen kann? Das ist ein Bade. Hey, Wirt, hast du was? Stehe zu Diensten. Ich möchte kaufen. Gegenstände. Tränke. Gesundheitstrank? Alle. Einige Taugenichtse kaufen hier etwas und verkaufen es dort wieder, um daran zu verdienen. Ja, und seine schlimmen Geschäfte da. Hey, was machst denn du hier schon wieder? Du möchtest gern Attentäter. Du kannst ja nicht mal richtig Attentätern. Augen eines Mörders. Das könnten wir bei dem Typen im Bauerstone wieder geben. Können wir eigentlich auch mal wieder vorbeischauen und uns ein paar Geschichten anhören. Hier entlang. So, Hallöle. Ihr sollt mir doch... Oh, endlich! Ein Held! Mein jüngster Sohn. Er wurde von Räubern entführt. Nein. Ich hatte ihm verboten, im Wald zu spielen. Oh. Wenn ich kein Lösegeld zahle, schicken sie mir seinen Kopf. Oh, warum passiert sowas immer mir? Warum? Diese dreckigen Wilden halten ihn in einer Höhle in Witchwood gefangen. Ihr müsst ihn retten. Na, dann hier ist das Lösegeld. Wenn ihr sie töten könnt, ist es euer. Meinem Sohn darf nichts geschehen. Okay. Ich muss mich hinlegen. Das ist alles viel zu viel für mich. Ja, genau. Und er tut nichts für die Rettung seines Sohns. Hey, du da. Ihr wollt also meinen kleinen Bruder befreien. Hervorragend. Toll. Wisst ihr, mein Vater ist alt und dumm. Könnt ihr glauben, dass er das Göhr zum nächsten Häuptling machen will? Nein, wirklich? Das dürfen wir nicht zulassen. Es wäre das Ende dieser Stadt. Wollt ihr richtig Gold verdienen? Dann bringt mir den Jungen. Ich werde auf dem einsamen Weg, auf der anderen Seite der Dämonentür warten. Irgendwie glaube ich, ich möchte ihm nicht trauen.
Nun gut. Wir gehen da jetzt erstmal hin zur Witchwood-Höhle. Und da mal gucken. Sind wir denn jetzt im Witchwood? Ich glaube ja, ne? Müssten wir eigentlich. Gut, dann gehen wir mal. Ach ja, das Schwert sollte ich vielleicht wieder wegstecken, sonst heißt es wieder. Gefällt uns nicht, ne? Man kennt es ja, ne? Die Wachen hier. Und da drüben würde dann der Typ irgendwo warten, aber zu dem will ich wahrscheinlich gar nicht hin. Ich will jetzt nur den Typen befreien, den Sohnemann und den zum Häuptling bringen. Soll der doch neuer Häuptling werden, ist mir doch egal. Ist mir doch egal, wenn da so ein ganzes Dorf wirtschaftlich zugrunde geht. Das ist dann nicht mein Problem. Ja. Ah, und da warten schon wieder die Belverines. Aber sind die normalen Dinger? Die halten doch jetzt schon nichts mehr aus hier. Ich so zwei Schläge down. Und hier zwei Schläge down. Oh, ein Sack. Gut. Die sind wirklich im Vergleich zu früher keine Bedrohung mehr. So. Ach, da ist wieder so ein Steintroll. Hallöchen, Helga. Lange nicht gesehen. 3, 4, 5. 5 Schläge hält er jetzt aus. Das ist ja Hammer. Dafür, dass er mal so ein Miniboss war. So. Also wie gesagt, alles kaum noch eine Bedrohung. Wir machen das hier nur noch fürs Gold. Lele. Ups, da bist du tot gegangen. Es tut mir aber leid. Hier kommt eine Statue, ne? Also solche Viecher sieht man hier in Fable nirgends, solche Dämonen. Egal. Nicht mein Problem. Okay. Wir könnten eigentlich... Könnten wir? Ich weiß nicht. Was macht ihr denn hier, ihr Scheißkäfer? Seid aber ganz schön viele hier, ne? Ist hier gerade eine Pest oder was? Was ich sagen wollte ist, wir könnten eigentlich mal kurz zurück teleportieren zur Heldengilde, um Stärke voll zu skillen und dann testen wir mal, ob wir das legendäre Schwert... So, ja, dann machen wir das halt später. Gehen wir halt so erstmal noch dahin und so, ne? Man kennt das ja. Na los, heute noch, heute noch. Heute noch, heute noch. Ja, ihr kriegt ja auch schon Schläge, meine Güte. Ups. Da ist er einfach verschwunden. Ich weiß auch nicht, was sie dazu sagen soll. Er ist einfach weggegangen. Ups. Er ist einfach totgegangen. So. Jetzt haben wir es aber nicht mehr so weit bis zum Ziel, glaube ich zumindest. Verrecke. Genau, und gib mir deine Erfahrungsgruppe. Immer ganz wichtig. So, Hallöle, was geht ab? Ihr Helden müsst immer und überall die Nase reinstecken, oder? Solange ihr das Gold habt, ist es dem Boss egal. Geht rein! Kommt nicht auf dumme Gedanken. Wir werden hier warten. Ja, und ich werde euch töten. Ah, na gut. Geh ich halt rein. So, sind wir in der Witchwood-Höhle. War doch klar, dass der Bürgermeister einen blöden Helden anheuert. Ihr solltet das Gold lieber bei euch haben. Eine eurer blöden Heldentaten und der Junge ist Geschichte. Meinst du? Nö. Ich mag keine Spiele, Held. Bekommen wir kein Gold, macht der Junge Bekanntschaft mit dem Schwert. Ach, meinst du? Ich glaube eher, ich werde dich hier vorhin töten. Attacke! Wie, er lebt noch? Schweinerei. Also wirklich, was fällt ihm ein? So. Wow, ein echter Held hat mich gerettet. Ja, ein echter Held. Ich kann mein Glück kaum fassen. Räuber und ein Held an einem Tag.
Wir sollten besser verschwinden. Der Mann, den ihr getötet habt, beginnt zu stinken. Er stank schon vorher. Wir sehen bestimmt noch mehr Räuber. Die sind sicher sauer, weil ihr Boss tot ist. Ja, so könnte man es ausdrücken. Ja, du hast auf einmal voll die männliche Stimme. Das macht Sinn. Aber sonst haben wir auch nichts weiter. Nur die Truhe da hinten mit den Silberschlüsseln, die ich nicht öffnen kann. Aber das ist ja Wumpe. So. Da haben wir hier die Wachen hier beseitigen. Aber... Los, fertig, Kinder. Geht doch. Warum nicht gleich so? So, komm mal mit, Bürschchen. Ihr übernimmt hier nicht den Jungen. Der Junge ist meiner. Oh, dieser Ort sieht aufregend aus. Ja, dieser Ort sieht aufregend aus, ne? Es ist ein normaler Weg, du Depp. Immer diese total enthusiastischen kleinen Jungen. Das sind ja immer die schlimmsten. Will mich umbringen, das ist der tollste Tag überhaupt. Irgendwas will mich umbringen, das ist der tollste Tag überhaupt. Ja, genau. Der tollste Tag in einem Leben ist, wenn jemand versuchen will, einen umzubringen. Ich verstehe. Na los, mach endlich mal deine Special Move hier. Also wirklich. Aha, du hast ihm in den Rücken geschossen, du Depp. So. Och, ich hatte gehofft, diese geheimnisvollen Steine zu sehen. Nee, die Steine gibt's heute nicht. Die sind ausverkauft. Geh doch nicht extra da lang, wo noch ein paar Gegner sind. Hallo? Nee, geht weg hier. Hier gibt's nichts zu sehen. Es gibt hier keinen kleinen Jungen. Nee. So, geht doch. Jetzt hier lang. Dann kommen wir so an den Typ hier vorbei. Ups. Guckst du hinter dich? Bin ich dann da? Siehst du? Jungelchen, pass mal auf hier. Kämpf mal auch ein bisschen oder so. Nein! Ups. So, was haben wir hier? 20 Gold. Woohoo. Yeah. Wie die Typen mir jetzt sagen würden, wenn sie sich freuen, so. Yeah. Voll auf Drogen, so. Yeah. Ja, das ist bestimmt der tollste Tag in deinem Leben, ne? Man kennt es ja schon. Ups. Ey. Das ist kein Spaß mehr. Stopp. Wie, kein Spaß mehr? So. Jetzt haben wir es aber. Jetzt können wir weiter. Hier. Vielleicht graben kann. Oder haben wir hier irgendwas? Aber ich kann hier nicht graben. Nee. Funktioniert hier nicht. Schade. Hätte ich gerne gemacht, um zu sehen, ob ich dann irgendeinen Boss ausbuddeln kann oder sowas. Vielleicht geht das auch nicht wegen der Quest oder sowas. Ich weiß es nicht. Aber ich meine ja nur, diese Statue, die sieht man ja nicht überall. Alter. Gehst du wohl nicht zu dem Jungen hin? Den muss ich hier so voll retten und so. Weißt du, ich bin so ein echter Held. Ups. Aua, Leute, das ist... Da hatte ich keinen Spaß mehr! Sag schon mehr! So. Er lebt noch. Korrigiere, er lebt nicht mehr. Lille, hops. Musst du mal ein bisschen aufpassen hier. Also wirklich. Immer diese mächtigen Banditen, die sofort umfallen. Das sind mir die Liebsten. Lülle. Auch hier, das ist ja schön. Dann muss ich euch ja gar nicht suchen, wenn ihr schon zu mir ankommt. Zack. Also der kleine Junge bekommt immer eine tiefere Stimme. Wahrscheinlich auch nur, weil ich so ewig lange brauche, um hier zurückzukehren. Da wird er wahrscheinlich auch schon so 20 Jahre älter oder so. Ich hab Na los, wir sind schon fast zu Hause. Und auf einmal wieder so voll im Stimmbruch, ja? Also...